Hey Madden-Freunde, was geht ab? Hier sind wieder eure Sports Buddies und willkommen zur neuen Folge hier im Madden-Franchise, Freunde. Ja, bevor ich jetzt das Spiel spiele, sage ich nur Folgendes. Es ist heute Montag, Freunde, und die Browns und die Jets haben bei mir noch gar nicht gespielt, also kann ich noch gar nicht wissen, wie es ausgeht, denn die spielen erst heute Nacht. Freunde, also deswegen sind wir auf demselben Kika hier. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ihr wisst es aber schon. Also, lasst euch auf jeden Fall überraschen, wie dieses Spiel ausgeht, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, let's go! Jetzt hauen wir die Jets weg und starten 2-0 in die Season. Meine Damen und Herren, lasst auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da, wenn ihr euch für Madden und die NFL interessiert. Und vor allem, schaltet die Glocke ein, Freunde. Es geht jetzt los im MetLife Stadium in New York. Wir kriegen den Ball und Callaway mit dem Return hier, Freunde. Und das sind auf jeden Fall mal gut. Ja, der hat Daylight, Freunde. Stiff Arm. Oh, wenn er noch ein bisschen mehr Speed gehabt hätte, wären wir da durchgewinnen. Aber, Freunde, sind jetzt schon in Territory hier von den Jets. 51 Yards Return war das hier schon. Und wir starten jetzt mit Baker Mayfield, meine Damen und Herren. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall darum, mal ein paar Yards zu machen. Erstes Play hier. Und das gleiche mit dem Passspielzug. Und es ist Duke Johnson, meine Damen und Herren. Mit den ersten. Ach, Nick Chubb war es. Sorry, Nick Chubb. Duke Johnson ist ja hier der Backup. Mit Nick Chubb werden wir auch direkt laufen, Freunde. Ja, ihr könnt mir auf jeden Fall mal gerne in den Kommentar schreiben, Freunde. Wie ist eure Mannschaft denn in die NFL-Saison gestartet? Ach, das war kein guter Start hier. Erster Rush, minus 3 Yards. Jetzt sind wir wieder bei 3. und 5, Freunde. Also schreibt mir auf jeden Fall mal rein, wie euer Team in die NFL gestartet ist. Seid ihr zufrieden mit dem Start der Mannschaft oder würdet ihr sagen, ey, das kann auf jeden Fall besser werden? Wir sind ja jetzt gerade mal in der Woche 2 bei der einen oder anderen Mannschaft. So, Ball ist gefangen. Und ja, das ist so typisch Madden. Wenn das Ding außen fängt, so Back Shoulder Pass, dann musst du dich erstmal orientieren. 4. und 1. Und ich würde sagen, wir kicken einfach mal das Field Goal. Und das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Kick scheint gut zu sein. Und mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter. Und das Ding sitzt, Freunde. Das sind die ersten 3 Punkte. Sicheres Field Goal aus 53 Yards. Das musst du erstmal hinkriegen. Das musst du erstmal machen. Ja, Freunde. Wie ihr wisst, bin ich ja alle Panthers. Wie ihr wisst, bin ich ja Panthers-Fan. Und Panthers in die Saison gestartet mit 0-2. Und das ist natürlich für einen Fan richtig scheiße. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wenn du nächstes Mal, also in der Woche 3, gegen die Cardinals müssen wir dann, wenn du dann verlierst, dann, wir spielen auch noch auswärts, dann, ist es mit den Playoffs in weite Ferne gerückt. Ich meine, alles ist möglich, ja, aber wenn du dann die verdammten Cardinals nicht besiegen kannst, dann weiß ich auch nicht. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf unsere Defense. Dort ist Le'Veon Bell mit der 26 und Sam Darnold hier auf Robbie Anderson mit dem Pass. Also, 2. und 5, die Hälfte haben sie geschafft. Ich würde sagen, wir blitzen auf jeden Fall jetzt mal rein. Miles Garrett, komm, Junge. Du hast einen krassen Körper. Ich brauche den Sack hier. Walter, wie hat der den gefangen, der Anderson? Lecco mio. Da war ja mehr Glück als Verstand gerade in diesem Catch. Unfassbar. Ja, auf jeden Fall Panthers diese Saison extrem abhängig von einem Spieler. Und das ist Christian McCaffrey. Und da ist die Interception, Freunde. Da ist die Interception. Und da ist Sam Darnold. Den laufen, wollte ich gerade sagen, laufen wir erstmal über den Haufen. Aber Randall mit der Interception hier. Sam Darnold mit dem ersten Pick in diesem Game. Und Freunde, ich würde sagen, wir spielen dann direkt mal einen Laufspielzug wieder. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Das Loch ist nicht da. Es ist nicht vorhanden. Kein Durchkommen. Also die Lauf-Defense der Jets, die steht, muss man sagen. Ja, es ist schon Wahnsinn. Und für euch auch nochmal hier die Information, Freunde. Jeden Mittwoch gibt es von uns den NFL-Talk mit den Sports Buddies. Ja, jeden Mittwoch um 20 Uhr reden wir über die neue Woche der NFL. Und das hätte ein Catch sein müssen, Digga. Und wieder war nicht Vernon Davis auf dem Platz, sondern der Backup-Tight End. Und das regt mich natürlich auf. Das ist schlechtes Calling, Freunde. Das muss ein Catch sein. Denn man sagt ja immer so schön, touch the ball, catch the ball. Also berühre den Ball. Wenn du ihn berührst, dann musst du ihn auch haben. So, Gun Formation, 3. und 9 in dieser Formation. Und da ist er. Oh, der Beckham.
Der hat heiße Hände, der hat sichere Hände und fängt das neue First Down hier an der 16 der Jets, Freunde. So, let's go. Offense. Ich versuch's, wie immer, ich versuch's mit dem Halfback Screen. Hier in dem Fall auf Nick Chubb. Gucken. Ja, da haben wir die Vorblocker, Freunde. Noch ein müssen wir umspielen. Aber da haben wir gut Yards gemacht. Baker Mayfield 4 von 5 für 39 Yards. Und jetzt können wir doch den Touchdown langsam machen. Und mit 10 Punkten jetzt hier davonziehen. Also, angetäuschter Lauf. Und da ist Baker Mayfield in der Endzone. Touchdown Browns, meine Damen und Herren. So, PAT hauen wir auch noch rein. Und dann machen wir das Ganze hier auf 10 zu 0. Ja, wunderbar. Das ist ein Start nach Maß, Freunde. So wollten wir in die Season starten. Und die Browns rasten einfach offensiv direkt auch mal aus. Defense muss natürlich auch gelobt werden. Randall mit der Interception hier eben. Sonst wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen. So, aber jetzt wieder der Kick zurück zu den Jets. Die werden das Ding auf jeden Fall nicht returnen, das ist klar. So, Freunde. Wer würde ich sagen, 10-0 ist die Führung. Und jetzt sind wir wieder der Defense gefragt. Und ja, so wie ich die Jets einschätze, kommen sie viel über den Pass. Le'Veon Bell nicht eine Berührung mit dem Ball gehabt jetzt hier. Und auch hier wieder Sam Darnold mit dem Pass. Also, weiter geht's hier. Defense ist gewappnet. Und da ist Le'Veon Bell. Und der wird gleich mal im Backfield gestoppt, Freunde. Und das Quarter endet auch hier. Also 10 zu 0 im ersten Quarter. Und ich würde sagen, dann spielen wir mal in diese Formation. Und das kann nur ein Pass werden. Dritter und drei. Oder geben sie Bell den Ball. Aber die O-Line ist stark. Die O-Line ist stark, aber wird das die nächste Interception? Ja, nein. Oh, Mann, Alter. Der Ball kullert schon auf seiner Brust und lässt das Ding fallen. Egal, wir kriegen den Punt und returnen den auch. Dementsprechend. Ich muss sagen, dass die Jets deutlich schlechter sind, CPU-mäßig, als die Tennessee Titans letzte Woche, Freunde. Aber der Punt, der geht natürlich übelst weit nach hinten für uns. Und da können wir nur ein paar Yards returnen. Und es geht an die 20. Hätte ich vielleicht bouncen lassen sollen, aber wer weiß, wie das Ding nachher bounced und wir dann quasi an der 1 oder an der 2 stehen, ist natürlich dann extrem bitter, Freunde. Also von daher müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze jetzt hinbekommen. Also, Vernon Davis wieder auf der Tight End. Position ist aber dazu. Jetzt ist er offen. Vernon Davis mit dem Catch, Junge. Vernon Davis, unser Trade, den wir geholt haben im Austausch für Kareem Hunt, Freunde. Ehemaliger Washington Redskins Spieler hier in diesem Game. Also, let's go Vernon Davis und let's go Offense hier, Cleveland Browns. Ja, wir müssen gleich nochmal probieren, mit Nick Chubb so ein bisschen zu laufen. Denn nur passen bringt uns natürlich nicht. Nichts. Also, Play on Motion hier. Und da können wir froh sein, dass wir den Ball losgeworden sind. Hätte auch gut und gerne dort ein Fumble werden können. Also, Freunde, nächster Passversuch hier. Mal schauen, wie das Ganze jetzt hier läuft. Zack. Alles zu, alles zu, alles zu, alles zu, alles zu. Und dann müssen wir das Ding wegwerfen. Also, da war nichts, aber auch nichts zu holen. Deswegen haben wir das Ding einfach mal vor sich weggeworfen. Das nennt sich Safety First, meine Damen und Herren. Wir wollen hier nichts, ja, auf Teufel komm raus spielen. Vielleicht jetzt nochmal Callaway mit dem dicken, langen Ding. Aber Baker Mayfield läuft aus der Pocket und ja, dann slidet er. Also will er auch nichts hier riskieren, Freunde. Und es passt so einfach. Wir lassen die Uhr runterlaufen. Wir sind hier in Ballbesitz. Locker 80% des Spiels. Und ja, wenn das natürlich im echten Leben so ist, weil wie gesagt, ich sehe, da habe das Spiel noch nicht gesehen, denn es war ja auch noch nicht. Das ist erst heute Nacht. Ich habe das Video auch vorher aufgenommen, wie ich eben schon mal sagte. Wieder Screen Pass. Nick Chubb hat Vorblocker. Nick Chubb, Nick Chubb, Nick Chubb. Und dann laufe ich mich fest. Das ist so mein Fehler. Laufe mich fest an meinem Vorblocker. Da wäre gut und gerne ein Touchdown drin gewesen, wenn ich das Ding vernünftig runtergespielt hätte. Aber jetzt ist wieder die Möglichkeit da, Freunde, den Touchdown einfach zu fahren. So, da gucken wir mal. Schlechter Snap in dem Fall. Und da haben wir die ganze Seite offen. Baker Mayfield läuft zum zweiten Mal in die Endzone. Touchdown. Was ist denn los mit der Defense von der Jets? Gar nichts haben die zu bieten hier
gegen die Cleveland Browns, Freunde. Also, das Team von den Jets spielt komplett neben sich. Wahnsinn. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, dass ja das Spiel erst heute Abend ist. Deswegen kommt der Madden Talk immer mittwochs. Dann sind nämlich alle Spiele durch, so wie das Montagsspiel halt eben. Und da können wir ganz genüsslich über die ganzen Games reden, Freunde. Eure Meinung gerne in den Chat schreiben. Wir können uns unterhalten, ihr könnt uns Fragen stellen. Dazu ist der Madden Talk einfach da. Und American Football ist für mich einfach meine Sportart. Ich hab auch ein Fumble! Aber recovered wieder bei den Jets. Also, wir haben eine Pille. Ja, moin, Alter. Das geht ja... Was ist denn hier los? Lecco mio. Also, so einfach habe ich das gar nicht eingestellt hier. Aber das ist ja wie ein Geschenk, dieses Game. Sorry, aber das ist ja richtig krass. Gut, das war jetzt ein schlechter Pass zu Callaway. Ja, wie gesagt, also... NFL, also American Football an sich ist meine Sportart. Hab das auch selber ausgeübt. War früher Tight End. Und da ist er frei. Jawohl, Vernon Davis, Junge. So muss das sein. Was für ein Biest, Junge. Vernon Davis hier. Wieder mit dem nächsten Catch. Aber jetzt geben wir Nick Chubb den Ball. Und lassen auch mal die Uhr runterlaufen. Wird mal Zeit, dass wir ein bisschen von der Uhr nehmen. So, hier durchs Loch. Aber dann kommt der Corner von der Seite. Und ihr seht es, Nick Chubb mit minus einem Yard. Der arme Junge, ey. Wir können nichts für seine Statistik tun. Der hat sich bestimmt selber in der Fantasy League und wir machen ihm alles kaputt. Ach, nee, Freunde. Meint ihr, die Leute haben sich selber in der Fantasy League? Ich glaube schon, oder? Die meisten haben sich doch selber in der Fantasy League. So, wenn ich Odell Beckham Jr. bin und spiele Fantasy Football, habe ich mich selber im Team. Ganz klar. So, das Loch ist offen. Aber da kommt dann doch ein Defender. Also, wir sind auf jeden Fall im Plus jetzt mit Nick Chubb. Und ich würde sagen, Freunde, nächste Touchdown incoming. Also, die Jets spielen gerade wie die Miami Dolphins im Real Life. Unfassbar, was in Miami los ist, Freunde. Darüber reden wir aber morgen. Und da ist der nächste Touchdown, Freunde. Was denn los hier? Jarvis Landry, Touchdown. Cleveland Browns. Und das ist der erste geworfene in diesem Game. Wahnsinn. Also, PAT hauen wir natürlich auch rein. Und somit steht es dann 24-0. Was ist denn bitte los hier mit den Jets? Die Zuschauer, die im MetLife Stadium gerade ihre Heimmannschaft anschauen, die denken sich auch Lecco mio della Quasta. Was ist denn hier los, Alter? Direkt Jersey anzünden. Die Amis machen das ja direkt krass, ne? Die, wenn irgendwann nicht läuft, dann zünden die direkt ihr Jersey an. So, Hitstick incoming, Freunde. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich finde, dass die Spieler, wenn du einen perfekten Hitstick machst, extrem schnell fummeln. Ja, unfassbar. Crowder hier mit dem Return. Und jetzt spielen wir mal wieder Defense. Das heißt natürlich für uns wieder gucken, was die Jets Offense macht. Aber bis jetzt war jetzt nicht viel zu tun eigentlich für unsere Defense. Wir kommen auch... Also die O-Line hält gut. Und Le'Veon Bell hier wird gestoppt kurz vor dem First Down. No Huddle spielen sie. Zweiter und Inches. Boah, den hätte ich intercepten müssen, aber da wollte ich wieder... Junge, aber da wollte ich dann wieder den Hitstick direkt dran setzen. Wir kommen dann natürlich nicht zum Zuge. Boah, Alter. Da hast du ja gar keinen. Der hat mich ja mit dem Arm kurz weggestoßen. Da war ja gar nichts so. Aber jetzt werden wir blitzen. Jetzt müssen wir mal rein da. Sam Darnold mal Druck machen. Jawohl, und da haben wir ihn. Wir haben Bell. Nächste Timeout Jets. Die wollen noch ein paar Punkte aufs Board bringen. Ist natürlich verständlich. Wenn du 24-0 zurückliegst, dann musst du was aufs Board bringen. Ob es ein Field Goal ist oder ob es ein Touchdown ist. Scheißegal, Hauptsache Punkte. Aber da ist der Sack. Und da ist der Fumble, Sam Darnold. Ja, Wolikowski, Freunde. Wir wollen aber jetzt hier in diesem Play auch nichts mehr riskieren. Laufen noch ein wenig. Lassen die Uhr runterlaufen. Alles easy. Müssen jetzt nicht mehr auf Teufel komm raus noch Punkte aufs Brett bringen. Wir machen auch was für die Statistik von Nick Chubb hier. Und so, dass der weiter im positiven Bereich bleibt. Ja. Denn gleich ist die Uhr eh runtergelaufen. Die erste Halbzeit ist damit um und wir führen einfach sowas von solide. So, Loch ist da. Nick Chubb macht das First Down. Und ja, ich würde sagen, wir können jetzt in die Halbzeit gehen. Können uns ein schönes Teechen trinken. Und Alter, 24-0. Da sollte eigentlich jetzt nichts mehr anbrennen. Außer, die Jungs kommen doch mal. So, die Jets bekommen ja von uns auch wieder die Pille. Und das heißt, der Kicker spielt rüber auf die andere Seite. Die haben auch gar nichts zu return, die Armen, ne? Die kriegen das Ding, ey, über das Stadion geschossen. So,
Und ja, Defense wieder auf dem Platz, Freunde. Solides 24-0. 38 Total Yards. Das sagt ja schon alles in diesem Game, Alter. Was für ein Katastrophenspiel für die Jets. Unfassbar. Da sind wir gerade vorbeigehuscht. Ey, da hätten wir Le'Veon Bell im Backfield, also Paul in diesem Fall, stoppen können. Aber springen einfach mal an ihm vorbei. Ich meine, das darf mal passieren bei diesem Spielstand, Freunde. Das ist auch nicht so tragisch. Im Gegenteil. Aber jetzt hier, und da sehen wir eine Flagge, warum auch immer, sehen wir hier eine Flagge. Nee, das kann niemals Personal Foul sein, Roughing the Passer, Alter. Der ist das Ding nicht mal losgeworden. Nee, NFL. So, aber hier geht das nicht, ne? Denn wenn ich mir nochmal die Dingens anschaue, wenn ich mir nochmal hier die Zeitlupe anschaue, hier Instant Replay, dann zeige ich euch das mal. Hier, Ball. Wie kann das denn bitte... Sorry, aber wie kann das bitte Roughing the Passer sein, Madden? Da hat er das Ding noch in der Hand und ich bin an ihm dran. Naja, egal, Freunde. Ich wollte euch nur noch demonstrieren, das war kein Roughing the Passer. Ich bin ein sehr, sehr, sehr disziplinierter Spieler und ein sehr fairer Spieler. Aber egal, das sind jetzt geschenkte Yards für die Jets. Und das ist aber auch kein Ding, was du challengen kannst. Von daher müssen wir das anders machen mit so einem Hitstick und das Ding wieder zurückholen. Aber ich merke, so langsam kommen die Jets. Die haben so einen kleinen Rhythmus gefunden und das müssen wir den austreiben direkt. Also mit uns machen die das nicht. So viel steht auf jeden Fall fest. Le'Veon Bell wieder im Backfield gestoppt. So musste, also Powell, ich vertue mich da immer. Wieder im Backfield gestoppt, den Running Back. Und ja, Defense hält einfach. Also wäre schön, wenn wir natürlich hier mit höchstens einem Field Goal rausgehen. Und ja, Vollzeit nehmen wir natürlich an. Die Yards, die sie nach vorne gekommen sind wegen uns, weil sie dann Play, also wenn die Yards geschenkt bekommen haben, weil der Ref da irgendwas gesehen hat, nehmen wir natürlich das Vollzeit auch schön an. Gehen 5 Yards zurück und so bis 2007 und werden da jetzt richtig in Sam Darnold reingehen, bis er nicht mehr kann, Freunde. Also. Und Robbie Anderson fängt das Ding, Alter. Mann, was passiert denn hier gerade? So, komm schon. Komm. Da muss ein Stopp her. Jawohl. Gutes Play gelesen und Quincy nun war hier gestoppt. Für ein paar Yards. Also 8 haben sie gut gemacht. Und ich würde sagen, für mal Goal-Line-Formation und dann rein da. Freunde. Einfach rein da. Aber nee. Der war da komplett offen. Den hätte ich nicht bekommen, den Wide Receiver, der da stand. So, das ist gut so. Das können wir gut und gerne so spielen. Boah, ich wollte gerade sagen, Alter, wenn er den jetzt gefangen hätte, dann wirft er durch ihn durch quasi. Sam Darnold mit der Accuracy, weiß ich nicht, komplett daneben geschmissen. Aber jetzt hier, drittes Quarter. Ich hab das Ding geblockt, Junge! Alter Schwede! Ich hab das Ding einfach geblockt. Das habe ich so gut wie noch nie geschafft in Madden. Junge, da war aber auch gar keiner, der mich daran gehindert hat. Ja, lecco mio, Alter. Was für ein Play, Digga. Was für ein Play. Unfassbar geil gerade. Einfach mal den... Also das Field-Goal geblockt. Geil. Somit steht's weiterhin zu 0 hier. Und da ist Odell Beckham, Freunde, am ersten vorbei, wollte ich gerade sagen. Und am zweiten fast dann auch noch. Also die Offense macht Klick. Die Defense und Special Teams sind on fire hier. Alles, also Teamleistung ist hier geil, Freunde. Dafür auf jeden Fall Like da lassen. Mega gut hier. Und wieder ist der Receiver offen. Nein, Vernon Davis, Alter. Altes Ding noch fest, Mann. Ich will mal Single Back von manchen. Spiele ich nicht gerne, weil ich lieber zwei Leute da an der Seite stehen habe. Aber können wir auch spielen, wenn Vernon Davis dann so frei steht. Nehme ich das natürlich auch gerne mit. Also wieder sehr gut gespielt. Und wir haben jetzt genug Pässe eigentlich gemacht in diesem Game. Deswegen, Freunde, werden wir jetzt auch mal mit Single Back und Nick Chubb laufen lassen.
Steht eigentlich gut soweit. Und jetzt müssen noch die Räume da gemacht werden. Nick Chubb läuft durch. Nick Chubb, lauf doch weiter, Junge. Und dann tänzelt er da rum mit der Tänzerhüfte. Ja, lecko mio, Alter. Wenn die, ich sag mal, wenn die Jets so spielen heute, dann kriegen sie richtig einen verbraten. Ich bin ja sowieso mal gespannt auf die Browns heute Abend. Kriegen sie das hin oder nicht? Erstes Spiel ja komplett verkackt. Hier wieder runter. Neues First Down. Und das Quarter, das dritte, ist damit auch zu Ende. Wir sind jetzt schon im letzten Quarter vor. Das müsst ihr euch mal wegtun. Es steht 24 zu 0. Und wir sind hier einfach im letzten Quarter. Richtig gut. Und Nick Chubb kriegt wieder das Ding hier. Läuft weiter. 8 Rushes, 26 Yards. Und weiter geht's. Einfach Nick Chubb laufen lassen. Der macht es schon. Holt uns einen neuen First Down, Freunde. Easy peasy. So. Da ist auch schon der V-Blocker. Der läuft irgendwo hin nach Timbuktu. Statt den da zu nehmen, der vorne steht. Eieiei. Aber egal. Nick Chubb macht es auch so. Nächstes First Down für die Cleveland Browns, Freunde. So. Also. Weiter geht's. Wieder Nick Chubb hier. Das Loch ist da. Das Loch ist da. Nick Chubb. 10 Rushes, 45 Yards. Und das hat er sich jetzt auch verdient, dass er seinen Touchdown macht. Duke Johnson Jr. jetzt am Platz. An der 3, Freunde. Jawohl. Touchdown, oder? Nee, kein Touchdown. Ja, dann nicht. Aber dann gleich jetzt, Freunde. Was spiele ich denn jetzt? Nee, ich will, dass der Johnson das macht. Komm. Nee, oder? Johnson, Junge! Du enttäuschst mich, Digga! Das Ding muss rein! Jetzt kommt aber Nick Chubb, Alter. Enttäuscht mich nicht, Junge! Ach, Leute. Das Ding war so safe drin. Da müsst ihr nur noch reinwerfen. Also euch reinwerfen, nicht das Ding da reinwerfen. Aber egal, Freunde. Wir können es leisten. Wir können das Ding ausspielen. Deswegen spielen wir PA Sport auf Vernon Davis. Hoffentlich ist er frei. Alter, dann lauf doch rein, Junge. Ich verstehe das manchmal nicht. Dann wirft er noch so hoch, als wäre er jetzt 4 Meter groß. Ich habe den aber auch spät gesehen, muss ich sagen. So, aber jetzt nochmal Druck. Die sind jetzt an der 2. Und dann holen wir noch eine Safety. Noch ein Defensive Play. Boah, Alter, der wäre fast noch ausgewichen, der Quincy nun, wa? No huddle. Ja klar, die müssen jetzt irgendwie Punkte aufs Board bringen. Und wieder ein Fumble und der recovered beim eigenen Mann. So, 2020. Und da ist der Safety, Freunde. Da ist er, Myles Garrett. Ist zur Stelle, wenn man ihn braucht hier in diesem Game. Wunderbar, wunderbar. Kriegen wir nochmal den Ball jetzt. Vom Panther. Callaway mit dem Return. Da ist zwar nichts mehr zu holen, aber naja, egal. Ist halt eben so. Ja, Freunde, ich würde sagen, kann man mal so spielen, wie wir es gemacht haben? Eigentlich können wir schon runtergehen, ne? Special Teams, Clock Management. Ja, hier Quarterback Neil. Das Spiel ist ja gegessen und da werden die Jets auch nichts mehr machen eigentlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Das weiß der Computer auch, dass hier nichts mehr zu holen ist. Ja, so sieht er es auch. Nimmt auch gar keinen Timeout mehr, Freunde. 26 zu 0 und was für eine Defense-Leistung. Und vor allem, was für ein Play war das bitte von unserem Special-Team, die sogar noch das Field Goal geblockt haben, Freunde. Richtig geil, mega gut und somit sind wir im zweiten Game 2 zu 0. Ihr wisst ja, was ihr machen müsst. Lasst auf Sports Buddies ein Abo da, Freunde. Schaltet die Glocke ein für neue Videos hier rund um Madden, rund um Fußball, was auch immer. Und seid auf jeden Fall morgen wieder am Start um 20 Uhr, wenn es heißt Madden Talk im Livestream. Würde mich natürlich, oder wir würden uns wieder freuen, wenn ihr am Start seid, Freunde. Ja, da reden wir nämlich über die ganze Woche. Ich habe mir richtig viele Notizen gemacht. Und dann werden wir morgen drüber sprechen, was oder wie es weitergeht in den einzelnen Teams. Und Freunde, wir sind 2 zu 0 und vor allem keine Punkte zugelassen. Ja, die Jets sind gerade wie die Dolphins, muss ich sagen. Also darüber
Reden wir aber morgen, Freunde. Ich würde sagen, das war's von unserem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Eure Sports Buddies. Schönen Abend noch. Haut rein und tschaußen.